Ja, hallo ihr lieben Taschenfreunde. Da ist mir doch tatsächlich beim Schrank aufräumen noch was anderes in die Hand gefallen, zu unserem Thema von heute früh. Handtasche fürs Business. Aufgabe ist es, ein Notebook in die Tasche zu bringen, dazu eine Flasche Wasser oder Getränk, wie auch immer, und die notwendigen Office-Tools. Dieses Modell hier ist eine spezielle Edition von Domke. Es ist die White House News Photo Cravat Edition. Ich weiß nicht, ob man das hier so genau lesen kann. Die ist in einer ganz geringen Stückzahl produziert worden, ist der Domke F808. Sehr ähnlich, hat ein Rückenfach, in das man gut Unterlagen hineinstecken kann. Hat ein großes Hauptfach, das per Klettverschluss hier kurz gesichert ist. Sehr stark gepolstert ist, keine weiteren Inneneinteilungen. Das Hauptfach selbst ist mit sehr festem Klett hier reingebracht und passt hervorragend für Office-übliche Notebooks, unter anderem dieses hier, das kennt ihr schon aus den anderen Beiträgen, ein Livebook der T-Serie, ein MacBook 13 Zoll, hat ungefähr die ähnlichen Ausmaße wie dieses hier, ist vielleicht nur halb so dick, aber ansonsten von den normalen Ausmaßen her genauso und passt damit ganz hervorragend, wie man sieht, in dieses Gerät hier rein. Unterlagen, Business Tools kriegt man ganz hervorragend, solange sie in einem DIN A4 ähnlichen Format sind, auch hier rein. Man kann diese Unterlagen natürlich auch in das hintere Fach stecken, wenn man das möchte. Aber so hat halt eben jeder Zugriff auf die Business Critical Company Broschüre. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen verstauen wir die im Innenfach. Die Aufgabe war es, eine Flasche Getränke mit unterzubringen. Das geht, solange es ungefähr dieses Format hat. Hier rein, sieht etwas schlapperig aus, funktioniert aber. Man kriegt die Tasche noch bequem zu und kann sie noch transportieren. Damit ist das Getränk unterschiedlich untergebracht, nicht im Hauptfach, aber auch das würde funktionieren, wenn man genügend Skrupel hat und die Flasche direkt mit dem IT-Equipment in demselben Fach unterbringen möchte. Ansonsten Netzteil, ihr kennt unsere professionelle Packweise, rein damit, das geht ganz hervorragend. Das Haustier, die Maus, das Stromkabel und was sonst zu machen ist, kann man hier hineinstecken. Das Ganze sieht etwas, wie wir in Hessen sagen, geknorzt aus, aber es funktioniert. Das Weisheit letzter Schluss ist dies sicherlich nicht. Ich glaube, die Domke F802 ist für den täglichen Gebrauch die bessere Tasche. Wer allerdings auf dieses Logo, das White House Logo und die Tasche, die nach unseren Informationen nur ungefähr 500 Mal produziert wurde, Wert legt, bekommt hier genau das, was er sucht. Eine Tasche, in die ein Notebook, in die Unterlagen und IT-typisches Equipment hineinpassen. Also in diesem Sinne, Kurzbeitrag, Domke F808 in der White House Edition, auch tauglich für denjenigen, der sie braucht. Danke euch und bis bald wieder auf diesem Channel.